Es ist wie jetzt fast überall im Land. Die 1992 in der Karl-Zeiss-Straße in Reutlingen-Betzingen eingerichtete Asylunterkunft wird jetzt endgültig abgeräumt. Das Provisorium, das in einem umgebauten Möbellager eingerichtet und später durch Container ergänzt wurde, soll nach dem Willen des Reutlinger Landratsamts jetzt endgültig abgebaut werden. Hintergrund sind die drastisch zurückgehenden Flüchtlingszahlen. Der Landkreis löst deshalb alle Provisorien zur Unterbringung von Flüchtlingen auf. Die Unterkunft war 1992 im Zuge der damaligen Flüchtlingswelle noch unter der Ägide des damals zuständigen Regierungspräsidiums errichtet worden und auf sechswöchige Asylverfahren angelegt. 1997 ging die Zuständigkeit in den Landkreis über. Der bereits zum Abriss vorgesehene Komplex wurde dann mit dem Aufkommen der aktuellen Flüchtlingswelle noch einmal genutzt.